Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA Online, der erste Teil des GTA Updates. Ich hänge! Hier hängen. Ich sehe nichts. Ach so, einfach durch da. Geht schon irgendwie. Ich mache für Felix schon mal die erste Mission, ne Felix? Die erste Mission machen. Ja. Die wir natürlich schon ohne machen müssen. Ey komm, das Ding ist doch geil. Ich würde gerne mal in die Ego-Sicht. Wie ging das mit Ego-Sicht? Achso. Okay, du siehst wenigstens was, nicht so wie damals beim Kuruma. Ja. Los, mach hin! Ich will Unreal Tournament spielen! Also Ego-Sicht, ne? Wir müssen also den Wumms testen, ne? Also Straße und der brennt! Wer brennt? Das Auto hat gerade am Reifen gebrannt. Ich dachte, du brennst. Ich dachte, das ist der. Nee, nee, der hat 100% Panzerung und Turbo und allem drin. Wie gesagt, voll aufgerüstet. Knapp. Ach, passt schon. Das passt alles hier. Komm, streng dich ab, Alter. Ich hol das Auto ein. Ja. Oh. Ups. Es macht voll Spaß, in dem Ding hier rumzufahren. Unaufhaltsam! Warte! Kampf der Titan! Oh! Okay. Wäre kein Auto dahin gewesen, hätten wir gewonnen. Sag ich dir. So. Kampf der Titan können wir machen. Wir können mal einfach beide unsere Dinger nehmen und aufeinander zufahren. So. Spring dich an deinen Zielort. Meine Majestät. Das ist. Danke dafür. Musst du jetzt das Ding da holen? Das geht doch so schief. Richtig. Dann beeil dich, ne? Was immer du jetzt machen musst. Und jetzt geht das wieder back in the base. Wir haben ihn, okay. Bring die Vorräte zurück zum Labor. Ich würde nicht so schnell machen, ne? Ich muss erstmal, naja, 90 Grad Wende. So, kann weitergehen. Ich gebe dir frontale Deckung, Alter. Ich mach dir den Weg frei. Der biegt ab. Hä, ich folg dem gelben Ding. Ich hab den gelbes Ding. Dann komm doch, ich bin doch schon vor dir. Naja, ich habe ihn mitgenommen. Okay, ich mach den Weg frei. Nicht gut, jetzt steht ja globales Signal, jetzt sehen die mich, glaube ich. Ja, musst du mal Gas geben. Geht nicht schneller. Der Scheiß. Wir nennen es mal Fahrfehler. Kann ich das Ding eigentlich so abkoppeln? Ist ja irgendwie lustig und dumm zugleich. Geh mir aus dem Weg. Ich will vorbei. Komm schuldig ein, komm. Ich will das Auto wegrahmen. Felix, ich glaube, ich bin schneller wie du. Das sind alle Dreckskarre, Alter. Ich sehe dich. Was passiert, wenn ich es killen würde? Krieg ich das Sachen? Geld. Komm, Felix. Los, mach hin! Ich will anrufen, nicht! Was passiert ist? Was?
Ja, du bist nach hinten. Ich bin instant gestoppt. Komm, Booster mal. Das ist nicht dein Ernst. Also wenn ich gegen dein Auto fahre, tue ich komplett anhalten. Vollbremsung. Gut, vielleicht dass du als Spieler nicht so von den Dingern penetriert wirst, dass sie dich nicht abdrehen können. Mm. Weil du schon langsam bist, deswegen. Ich meine, wenn ich mich jetzt quer vor dich stellen würde, weil ich schneller bin, will ich auch nicht, was du machen sollst. Ach, was ist das denn für eine Pussy hier? Wer fällt ein? So, Felix, du bist fertig, wa? Ja, ich fahr grad rein. Dann würde ich sagen, wechseln wir schon mal Dings. Also, ich tue mich mal registrieren, ne? Jo. Nur diese hässliche Quest ohne machen können. Und ich würde sagen, nehme ich jetzt diesmal den. Kann man den Kommando, den Dingswagen mitnehmen. Dieses Halbkettenfahrzeug, das ich mir jetzt gekauft habe. Ich immer noch nicht weiß, wo es steht. Am nam 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 nam, da steht er wieder. Das Ding ist so geil. Okay, ich würde sagen, ich registriere mich schon mal. Wenn ich rausfinde, wie das ging, ach so, na klar, wie das ging. Ich mach's hier over. Und dann würde ich sagen, Mitarbeiter einstellen, Freunde. Achso, bist du schon raus aus deinem CEO-Typ? Warte, zurücktreten. Jetzt. So, wenn du eine Einladung hast. Hab ich. Gut. Ach ja, New Frontier hab ich ja genannt. Ich gehe mal schnell in den PC und dann. Ich würde erstmal gerne wissen, dass Halbkettenfahrzeug steht. Also, wir können übrigerweise. Dingsduelle machen. Schießduelle. Dafür gibt's. Also, man muss Personal zuweisen, dem Dings. Dem Forschungsbereich. Wie kann ich bitte Personal zuweisen? Welche, in denen du dahin gehst, denke ich mal. Ich schreibe einfach, ja. Ich setze mich erstmal mein Gediegen an meinen Stuhl. Gucke jetzt auf meinen Razer Laptop. Bin ich jetzt in deinem oder in meinem Bunker? Das Welcome to Disruption Logistics, warte, your number one armament warte, du hast das Schwarze in deinem Richtung, oder? Ja, for a state-funded web commission. You've got everything you need here to track your resource, staff and performance levels at your facility. You want to get moving though, you'll need to start with some setup work. Okay, ich mach mal die Einrichtungsmission, die wir gerade gemacht haben. Jetzt ist rausgepottet, ist das scheiße. Hey, ich oh, du Arsch. Nicht ich, Arsch, ich hol jetzt erstmal das Halbkettenfahrzeug. Guck mal, hi Felix. Ich fahr. Müsste ich beim Mechaniker holen, weil theoretisch steht da, es ist ein Bunker und der Bunker ist ja. Hier ist das Ding. Ich kann nicht einfach mit dem Banshee hinfahren, das ist so schneller. Okay, ich bin verwechselt. Fahr mich hin. So, gediegen entspannen. Ey! Verkaufen Waffen und keine toten Menschen. Aber dort kannst du als Bonus. Kaufen Sie jetzt Trophäen oder was? Waffenkisten und erhalten Sie eine tote und erhalten Sie eine Leiche gratis dazu. Oh. Wir müssen auf jeden Fall das Halbkettenfahrzeug ausprobieren. Das ist wichtig.
Ich habe auf jeden Fall voll Bock drauf. Hä? Wem gehört der? Ist nicht. Also wir haben gerade das gleiche gedacht. Also. Hä? Ist gerade das passiert, was du auch gesehen hast? Ja! Ich habe mir einen Revolver drauf geschossen, ne? Ach so! Oh, ich dachte, da hinter uns schießt irgendjemand drauf. Ich schieß mit dem Revolver ab. Ja, das Fahrzeug ist explodiert. Instant, wie kann es bitte sein? Das war schon gehittet. Das war schon totes Tweak. Wie die oder ist was? Das ist untotes Tweak. Ich muss doch nicht so weit fahren, Felix. Doch, muss doch. Quickshot. Können wir mal vorwärts fahren? Nein, rückwärts, fahren die coolen Leute. Oder die, die keine Ahnung haben, wo das Gaspedal ist. Lass mich jetzt mal. Ist das dasselbe Auto, wie du hattest? Glaub, ne, oder? Nee, ja. Deine Kiste hat halt noch eine andere Farbe, aber das ist das gleiche. Wow. Das war ja echt RAM hoch 10. Ich meine, das Auto ist ja... Nee, ganz ehrlich. Das ist doch tot, das Auto. Kenny, was ist deine Mission? Keine Ahnung, ich muss mir die Fahrt irgendwie vertreiben. Die ist langweilig. Obwohl vor uns ist ein Spieler, wir haben ein Problem. Ach, die haben sogar jetzt ein Ordnungssymbol angezeigt, ne? Du hast es ja unten rechts und oben rechts. Hä, wie du scannst. Achso. Das ist doch XX too much for you, XX. Weil, denkst du, wir müssen Angst haben? Ne, ich fahre rein. Nö, der geil. Fährt geradeaus. Der reibt nichts. Der hat keinen Bock, andere Leute zu nerven. Das ist ja natürlich schöner. Das heißt, wir kletten uns an den, zeigen dem, dass wir jetzt das Auto haben. Sorgen, ja, du fährst sofort dem und hupst. So nach dem Prinzip, hier bin ich, töte mich. Der fährt auch zum Bucker. Geht, ne? Dann kürzen wir ab, ja. Das geht für alle Beteiligten schlecht aus. Oh Scheiße. Und kürzen ab, alles gut. Der kennt sich an uns. Lass mich raus. Mach dir weg. Felix. Lee, du noch. Wollt euch ins Town, ey. Oh, ein Mann mitgenommen. Der hat Pech. Kein der Problem. Hat Base. Dein fucking Base. Nee! Und da schon drin. Bob. So. Vorbereitung abgeschlossen. Weil die Waffenproduktion ist angelaufen. Yay! Yeah. Waffenproduktion ist da. Dies ist der Produktionsbereich. Hier werden Waffen und Munition von deinem Personal hergestellt. Ich besitze keins. Waffen werden nach der in Kisten verpackt. Was gesagt, du besitzt keins, hast gerade stand das da? Nö, habe ich gesagt. Wenn der Vorrat voll ist oder die Rohstoffe ausgehen, stoppt die Produktion. Schau ab und zum Bunker nach rechts damit. Also du kannst dir vorstellen, wie eine Mischung aus dem Biker DLC mit deiner Koksfabrik und hier Waffen. Okay, ich gehe nochmal zum Dinges, ne? Zum Laptop und gucken, was ich so verwalten kann. Well Agent 14. Ja, wow, das war ja echt eine Erkenntnis. Also jetzt kann die echte Arbeit beginnen, das hatte ich mir gerade gesagt. So, was kann ich denn machen? Hinsetzen. Felix, bist du eigentlich mal in den Bunker gekommen? Ja.
Ist das schön. Tust du rumschnüffeln? Ja. Okay. Wie abgeschlossen. Full disclosure, this is kind of a gray area legally. Also was machst du so? Ich guck gerade nach. Also du kannst hier Versorgung. Ach, hör auf zu quatschen, Junge. Junge, Alter, also, das ist ja eine Bobsteuerung, dieses Kart. Scheiße. Du kannst dir Vorräte kaufen und kannst bei Forschung machen. Oh, wow. Inaktiv, das ist ja schön. Achso, du kannst, ach du Scheiße. Die ganzen Waffen, du kannst Tarnungen freischalten. Du kannst Granatwerfer freischalten. Das musst du alles freischalten. Für was? Das kannst du dann auf die Autos packen. Personal, hab ich keins. Ja, wie kannst du das einstellen? Das ist die Frage. If you use your supplies for research, you'll gain access to unique modifications for your vehicles and weapons. Mein Hörer, ich wende mich freiwillig an die Produktion. Ich tue in beiden Bereichen Leute einstellen, in Forschung und in Produktion. Was kann ich noch Verbesserungen kaufen? Kostet das Geld, die einzustellen? Kaufen Sie die Verbesserung, um bessere Ausrüstung zu installieren. Produktion und Forschung werden geschleunigt. Gesamtwerte Ihrer Waren gesteigert und die Haltbarkeit Ihrer Produktionsvorräte verlängert. Ausrüstung kosten 155.000. Nur 155.000 oder 1.100.000? 1.155.000. Dann hättest du noch normales Personal, das kostet 600.000 und Sicherheit, das kostet 351.000. Warte mal, was kostet, also was gibt's für Arten? Komplette Aufrüstung, also Mega-Aufrüstung, war mehr haltbar, Forschung, Produktion beschleunigt, für 1.155.000. Personalverbesserung. Ach, da stellst du. Also ja. Was die Produktion und Forschung noch verbessert? Ja. Wollen wir Vorräte stehen oder wie? Obwohl, wir haben eigentlich genug. Können wir noch was machen? Ich würde mir erstmal hier angucken, was hier. Ach, hi Felix, was machst denn du hier? Sind jetzt eigentlich Leute oder ne? Siehst du jemanden? Ja. Ich bin erstmal der Meinung, ich tue Vorräte stehen. Warum? Keine Ahnung. Wir müssen was tun. Aber wir hatten immer sofort rausgeportet, finde ich dumm. Was? Das ist immer sofort, wenn du die Mission statt rausgeportet wirst. Als ob du noch Was machst du jetzt für eine Mission? Dings holen. Begib dich zu Human Labs, seid ihr wahnsinnig. Hast du einen Plan, wie ich vielleicht mein Ding rauskrieg? Oder mal was, wenn ich den Agenten anrufe? Was willst du denn holen? Mein Kommandowagen. Da geht doch rein. Ja, okay. Ich geh erstmal in mein Müsli leveln, du holst das Teil schon mal raus. Ja, ich hol mein Ding schon mal raus. Also nicht falsch verstehen, ne, mein Ding. Mein Ding. So. Hä, Vorräte hast du doch voll, warum machst du das jetzt? Weil wir sonst nichts machen können. Du musst warten. Ich warte nicht. Hast du einen Plan, wo in diesem Scheißbereich die Autos gelagert werden? Warte mal, ich rufe jetzt mal einen Mechaniker an. Dann möchte ich bei dir hinten reinfahren. Ja, das klingt komisch. Ich suche jetzt erstmal ein Halbkettenfahrzeug. Nicht den Schießstand. Den können wir auch noch machen, weil ich meine, gibt es Herausforderungen zu schießen. Was soll ich denn mit dem Kommandowagen raus? Ich bin gleich wieder da. Hier sind ja wirklich Leute, hallo. Guten Tag. Olaf, mein Name. Ach du Scheiße, ist das der Bereich groß. Okay, also ist ja alles leer schon mal. Steig schon mal im Kommandowagen, guck, ob ich schon ein Halbkettenfahrzeug finde.
Ich würde das Ding schon gern haben. So. Hier rüber, da rein und nochmal da runter. So, einsteigen. Raus da. Ich glaube, gibt es eine Schießerei. Oh, Felix ist tot. Ja, ist mein Steigen, ja. Ist er ja drin? Ich hoffe, dass der hier drin ist. Komm, sei hier drin. Komm, komm. Ja, nice. Rein da. Felix, du musst mal wiederkommen. Felix! Felix! Boah, der Müsli! Hier kann's ja, ich schlag den zusammen. Ich habe ihn getötet. Kann ich hinten aufsteigen, ist die Frage. Nice! Okay, kann ich jetzt schon mal Doppel-MG, Alter. Das fühlt sich so geil an. So, Felix, kommst du endlich wieder? Jetzt ging es nicht mal langsam. Felix! Komm, verdammt noch mal wieder! Er schlagt die Glieder mit dem Stock zusammen. Ups. Kommt der einer in unsere Richtung? Da kommt einer. Den schnappen wir uns. Felix ist doch nicht da, aber ich bin da. Wir müssen zeigen, dass wir die Vorherrschaft. Felix, wir zeigen ihnen jetzt, dass wir eine Vorherrschaft haben. Die kommen uns gleich entgegengefahren. Dann kommen wir zu her. Okay, du weißt, wo wir hin müssen. Los, gib Gas. Soll ich ihn zerstören, den Typen? Den gelben? Mach, durchziehen. Okay. Dass der nicht Schrott geht! Dann komm, Felix! Was ab? Okay, ich würde mal wegfahren, ne? Ich meine, wir haben uns gerade einen Feind gemacht, mehr oder weniger. Okay, ich muss sagen, es hätte mehr Schaden machen können. Wir hätten eigentlich one-hitten können, ne? Ich meine, guck dir das Ding da oben an! Was erwartest du? Ich muss den richtig auseinandernehmen. Ja, guck durch mal, die Fahrerkabine in seinen Kopf, was anderes ging nicht erwartet. Warte mal, ich muss erstmal ein bisschen Spaß haben. Ups! War nicht die, die auf uns zufahren, du Depp! Weil
Kenny, ich zitiere dich mal. Ja, die haben unsere Ehre umbringen. Was machst du jetzt? Du ballerst auf alle und weg. Ja, das ist nur fürs NPC ist. Ja, ja. Die verdient sich. Dann könnt ihr aber schon auf einen menschlichen Spieler geschossen. Das sind ja noch nicht die Waffen, die in Bonnet töten. Die kommen erst noch. Ja, die kommen noch. Ich würde mal sagen, ich habe Hobbys. Da pickt er noch eher ab, ja. Muss ich mal kurz den Weg frei um, Felix. Felix, hau da mal durch, ja. Was ist das denn? So, starr! Ey, nicht holen! Soll der Scheiß! Lass uns doch nicht durchgehen, Felix. Das Geile ist ja, dass du nach hinten schießen kannst statt nach vorne. Das ist eigentlich geiler. Das ist eigentlich perfekt die Backup-Hilfe. Ich meine, während andere halt, während sich andere verfolgen können, kannst du schön nach hinten alles wegbolzen, ja. Ich fand es halt schade, dass das andere Ding nicht so schnell explodiert ist. Das ist aber ein übelst gutes Geländeauto, glaube ich. Das ist ja ein Halbkettenfahrzeug. Das ist ein halber Panzer. Ja. Halbketten hat doch nichts damit zu tun. Ja, aber ich meine halt vom Vorgestell. Hinten sind halt trotzdem die Ketten. Ja, und das ist das Gute, deswegen kommt der überall hoch. Deswegen überschlagen wir uns fast gerade. Ja, Mann. So, mal gucken, was jetzt passiert. Hast du die Neigung gesehen, Junge? Ich will jetzt wissen, was jetzt passiert. 300%! Rein da! Einfach durch! Hallo, wer zu Hause? Ich glaube nicht. Der Sturm ist unten. Nein, hier ist trifft! Zu. Oh, Scheiße. Na so, das Ding geht bis fast wieder ganz hin. So, hier naja, rein. Ja, wenn das bei dir fast ganz hin ist. Ja, es ist schon die Hälfte. Das ist aber nicht ganz hin. Ja, feinbar. So, was ist jetzt los, Junges? Hacke das, ich mach. Ich bin da im G-Schütze, ja. Hallo? Gandalf, mein Name? Ach du Scheiße. Wie hackst du das gerade? Zahlencode. Du musst die Zahlen. Also, nee, kein Zahlencode, ja, Buchstaben. Grün. Nein, wie hast du das gemacht? War da ein grüner Punkt oder Rand? Nö, da war einfach bloß die Anzeige. Ich glaube, wir haben zwei Fahrzeuge. Ja, du nimmst links, ich nehme rechts. Ah, nee! Das sind ja gar nicht die wir stehen sollen. Komm, zeig dich, aus dem Weg! Ey! Oh komm, ja, ich nehm Shotgun. Porsche, ne? Das schlägt mich einfach. Sachen passieren. Muss noch passen, wenn du langläufst. War das beabsichtigt? Nee, ich wollte einen schießen. Ey! Au. Ich dachte, ich bin... Hä, bin ich nicht bei dir mit im Trupp? Ja, bist du. Ich hab das aus. Auf Deutsch, wir können es gegenseitig töten. Geil. Was ist eigentlich unsere Mission? Wir müssen da hinten durch, denn muss irgendwas sein zum Mitnehmen. Siehst du das Symbol auf der Karte, das grüne? Munition. Wir haben nur 18 Minuten. Weil wir es lang rumgetrödelt haben.
drücke nach. Leg's halt auf, Alter. Rein da! Platz! Felix, langsam hab ich das Gefühl gewünscht. Das Geile ist ja, dass er nicht sprintet in dem Gebäude, so wirklich. Ich kann es ja noch umstellen. Sorgt dafür, dass ich nicht immer dran stehe. Stellt aus. Ja, mach ich gleich. Ciao. Nein! Willst du mich noch zweimal töten? Mach ich gleich. Oh ja, kriegst du noch eine Kugel mit. Seid mal so erledigt. So, Felix. Wie benutzt das Ding um den Weg nach draußen? Könntest du jetzt mal kommen oder wie sieht's aus? Stell dich mal um, ne? So, ihr könnt sich mal treffen. Voll dabei. Hier, komm, hol. Hol die jetzt! Danke und weiter. Was haben wir jetzt geholt? Shit, das ist uns die Waffe, die wir gerade in der Hand haben, ist das, ne? Guck mal deine. The Rail. Okay! Das Ding ist doch der größte Geilheit. Ui, du musst nachladen. Was ist denn los? Könntest du jetzt mal kommen? Haben wir unendlich für die Waffe? Ja, glaub schon. Alter. Du kannst ja keine andere auswählen. Kann ich auch. Nee, hab ich ausgemacht. Was? Jetzt hast du es ausgemacht? Oh, den hat's genudelt. Na, die Nudeln ja alle raus, ja. Boah. Alter, die Waffe ist so geil. So, jetzt hier raus in unseren geilen Wagen und dann ab. Du könntest aus dem Ladefläche einen dieser Laster schießen mit der Waffe, ne? Ja, mach mal. Nee, ich will ja mit meinem geilen Auto fahren. Warum denn? So, hier hoch. Weil wir uns einen Feind gemacht haben. Okay, Felix will jetzt hier schießen, okay. Brauche ich jetzt halt. Du wirst ihn überschlagen und ich werde dran sterben. Luft. Ja, Felix. Hey, das ist eben Torte. Wir haben sie gar nicht mehr da. Ja, ja, komm. Komm, noch ein paar Treffer, dann bist du down. Tschüss. Hey! Wir haben noch. Wo sind wir? Ich komm nicht ran, der ist ein Totwinkel. So ein Scheiß! Solange du dich abschießen kannst, ist mal alles recht. Man kann abkürzen. Geplant. Okay, jetzt fahren wir einfach hier hoch, okay, ja, zack. Oh. Können Sie mal ein Ding umdrehen? Danke. Kommen wir drüber oder sind wir dazu zu hässlich? Warte aus! Jawohl. Hier rausschneiden. Platz da.
Das Ding ist doch geil, Alter. Mhm. Kannst nichts gegen sagen. Vor uns, der Feind! Insurgents! Das Wandern ist des Müllers Lust. Kannst du eigentlich... Oh. Ego-Sicht vor, naja. Wenn wir überhaupt keinen Schaden nehmen. Ganz gemütlich PS mir davon. Ey! Könnt ihr bald einen Remix draus machen? Was ja. Wir sind noch fast noch beim Bunker, das können Sie mal scannen. Beep, 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 da ist zwar eine Kommandozentrale, aber ich glaube, das ist ja unser. Da hat schon geiles Auto rausgeholt. Okay, dann gehen wir mal einfach reinfahren, ja. So, ja, links. Voll durch. Boah, ja, rein da. Jetzt. Ach, die sind dann wohl im Bunker oder was? Was in dem Bunker? Die Militärfahrzeuge. Ne, die sind in dem Fahrzeug drin. In der Kommandozentrale war es drin. Stand drin, hab ich einfach rausgefahren aus der Kommandozentrale. Aus dem Mobilen. Einfach zack, bumm, eingestiegen raus und dann. Hier ist jetzt. Map, map. Okay, ich würde trotzdem sagen, hier endet die Folge von GTA Online. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal und tschüss. Aber jetzt startet die Forschung.